gerade in Parca, Griechenland und bin gerade auf einen Berg gewandert, auf dem ein griechisches Kloster thront. Dieser Berg, der an die Stadt Parca angrenzt, ist von Olivenbäumen umgeben, welches auch die Existenzgrundlage der Bauern hier ist. Ich habe natürlich meine Ausrüstung mit, wie du sehen kannst. Leider ist es hier strengstens verboten, ein offenes Feuer zu entzünden, obwohl zu dieser Jahreszeit keine direkte Brandgefahr besteht. Das ist eben hier so und daran muss auch ich mich halten. Ich möchte dir aber trotzdem aus Griechenland zu deinen 1000 Abonnenten gratulieren, die du mit Sicherheit schon weit überschritten hast. Ich sehe deinen Kanal recht gerne, begleite dich wahnsinnig gerne auf deinen Touren und schaue dir auch sehr gerne über die Schulter. Ich freue mich auch weiterhin, deine Videos zu sehen und dir bei deinen Abenteuer über die Schulter schauen zu können. Alles Gute auch weiterhin. Bis bald aus Griechenland. Harald. Hallo Carlos, da ich ja in Griechenland kein offenes Feuer entzünden durfte, um dir ein Käffchen zu kochen, bin ich heute nochmal raus, um dir am Ufer der Donau einen Kaffee zu kochen und diesen Teil deiner Challenge nachzuholen. Ich habe extra mein schottisches Kochset, den PCP Crusader Kit, mitgenommen, um dich auf diese Art zu ehren und dir für deine Mühe und deine vielen schönen Videos, die du für uns hochlädst und bearbeitest, zu bedanken. Was mir besonders an deinem Kanal gefällt, ist die Tatsache, dass du dich sehr um deine Abonnenten kümmerst und immer bemüht bist, sehr schöne Beiträge und Antworten unter unsere Videos zu schreiben. Das Käffchen ist fertig, extrem heiß. Ich habe es mir auf meinem Land Rover Sessel, den ich heute an die Donau mitgenommen habe, gemütlich gemacht und lasse mir das Käffchen und
diese schottischen Haferkekse gut schmecken. Ich hoffe, ich habe meinen Teil der Challenge erfüllt. Wünsche dir für deine Zukunft und deinen erfolgreichen Kanal alles Gute. Bis bald. Wünsche dir Harry. Servus.